Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Willkommen in meiner Hexenküche. Heute machen wir das, was ich am liebsten mache: Sauerei. Ihr kennt das ja alle mit den Junk Journal, dass wir so gerne spitze an die Ränder kleben, so wie hier, ne? Einfach hoch. Hängt das Dingeldangel im Tee. Einfach an den Rand, ne? Das macht sich ja immer gut, wenn so ein Journal dann geschlossen ist. Das ist noch nicht so ganz fertig, da kommt noch mehr Spitze dran. Und wenn die Spitze dann farblich auch so ein bisschen passt. Farblich passend heißt, einmal können wir sie natürlich mit Stempelfarbe in allen möglichen Farben einfärben, das machen wir nachher auch noch, aber in Tee färben, damit es diesen schönen Vintage-Look hat. Und das ist eigentlich auch nicht viel anders, als wenn du deine Sachen, dein Papier im Tee färbst. Das heißt also, wenn du sowieso gerade Papier färbst, dann ist es recht schlau, einfach mal schnell noch ein paar Meter Spitzen damit durchzuziehen. Aber es gibt so ein paar ganz simple Dinge und ich wurde jetzt ganz oft gefragt, ob ich das nicht mal zeigen kann und warum eigentlich bei Früchtetee das immer alles gar nicht wirklich rot wird und so weiter und so weiter. Und jetzt machen wir mal so das Simpelste vom Simpeln. Und ich verrate euch ein paar Tricks, die ich so rausgefunden habe im Laufe der Zeit. Hier habe ich also einmal grünen Tee. Das ist ein ganz ordinärer Pfefferminztee. Ich nehme die Beutel mal raus und ihr seht schon, ich nehme reichlich Tee auf relativ wenig Wasser. Das heißt, wenn ich Papier färbe, dann habe ich da also mindestens 5, 6 Teebeutel drin. Das hier ist ein schöner Earl Grey Tee. Den liebe ich, weil der eine echt tolle Farbe macht. Und schwarzer Tee ist noch lange nicht schwarzer Tee. Da müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Die machen in sich unterschiedliche Farbschattierungen. Also wenn du irgendeinen schwarzen Tee, so einen ganz billigen, habe ich auch, ja, so vom Aldi, Lidl, weiß der Kuckuck, irgend so einem Discounter. Da gibt es ja so eine Packung mit, keine Ahnung, 200 Beutel für 1 € oder so. Den kann man auch gut nehmen. Ich habe aber auch ein bisschen schickere Teesorten oder ich habe zum Beispiel mal so einen Ceylon Assam oder irgend sowas und die haben tatsächlich einen anderen Braunton. Das heißt, wenn bei dir Teesorten unterwegs sind, vor allem welche, die dir nicht besonders gut schmecken, probier es mal aus. Hier habe ich jetzt einen Früchtetee, der ist vom Lidl, Himbeer-Vanille, der riecht vor allen Dingen gut, der ist aber aromatisiert und das ist ein roter Tee. Und was hier in der Tasse so schön rot aussieht, also eine schöne hellrote Farbe hat, das wird beim Färben ganz anders. Das ist ein Dauerproblem, was ich also immer wieder höre. Und ich denke, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Weiße Spitze kann man gut nehmen, keine Frage. Aber es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine bisschen beigefarbene Spitze habe, die ist also so minimal, man sieht es, wenn man die direkt nebeneinander hält, ne, dass die hier so ein bisschen cremiger ist vom Farbton, dann kann man die auch noch mal ein bisschen umfärben. Bei einem grünen Tee, das ist ganz ordinärer Pfefferminztee, da ist es tatsächlich so, ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Da habe ich die Erfahrung gemacht, das fällt jedes Mal anders aus. Der ist tendenziell eher bräunlich als grünlich, aber hat eine andere Patina als dieser hier. So, da muss man einfach mal rumexperimentieren. Mit dem habe ich tatsächlich noch gar nicht gefärbt. Den haben wir jetzt gerade neu mitgebracht von, keine Ahnung, wo der her ist. Ist ja auch wurscht, ist auf jeden Fall irgend so eine billige Brühe. Und da kann ich noch gar nicht sagen, was da farblich bei rauskommt. Aber es muss ja auch ein bisschen spannend sein, auch hier alles. Diese Spitze hier gibt es bei uns im Online-Shop. Diese gab es mal bei uns im Online-Shop. Da weiß ich gar nicht, was der Stand der Dinge ist. Ich weiß, dass sie bestellt ist. Ich habe keine Ahnung, ob sie wieder kommt. Wenn sie bestellt ist, kommt sie wieder. Was rede ich hier für Müll? Ich weiß, dass sie bestellt ist. Ich weiß aber nicht, wann sie kommt. Das ist das, was ich sagen wollte. Das ist so eine Spitze, von der ich keine Ahnung habe, wo die her ist. Ich habe gigantische Vorräte an Spitzen und das ist einfach eine, die halt so ein bisschen cremefarben ist. Das wollte ich nur zum Experimentieren mal verwenden. Und ich suche gerade nach einer Nylonspitze. Wo ist die denn? Unsere schöne Nostalgia. Moment, die muss ich holen. Die habe ich vergessen. Da war ich gerade so stolz, weil ich mich so gut vorbereitet habe, war wieder nichts. Also diese hier, ne? Die gibt es ja sowieso bei uns im Onlineshop, die nehmen wir auch noch. Der Unterschied von der zu den anderen ist, das ist eine Synthetikfaserspitze. Das ist, ich habe keine Ahnung, was das für ein Material ist, irgend so ein Polyestergedöns nehme ich mal an. Und auch die kann man färben, aber das verhält sich natürlich alles ein bisschen anders als Baumwollspitze. Die wichtigste Frage gleich vorweg, wurde ich jetzt schon x-mal gefragt in der letzten Zeit. Wenn ich die gefärbt habe und mir das nicht gefällt, kriege ich die, dann kann ich die nicht einfach auswaschen. Ja, du kannst es versuchen, aber Teer enthält Gerbstoffe und diese Gerbstoffe sind sehr intensiv und deine blütenweiße Spitze, die wird immer einen leichten Gelbstich behalten, wenn du da nicht komplett mit der chemischen Keule rangehst. Also hier so mit Essigessenz und Backpulver oder sowas, da kriegt man natürlich so eine Spitze auch wieder weiß, ne? Fragen wir mal Oma, die kann das. Aber wer will das schon? Das heißt, so ein Hauch von dem Farbton, den du drinne hattest, den wirst du drinne behalten. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil diese Nummer
Ja, das hat die falsche Farbe. Ich finde, da gibt es überhaupt keine falschen Farben. Das ist vielleicht für dieses Journal jetzt nicht das, was ich genau so wollte. Dann ist es mal wieder anders schön. Das kennt er ja auch schon von mir, diesen Spruch. Aber die kann man immer für irgendwas gebrauchen. Ich nehme jetzt relativ kurze Stücke. Das heißt, ich muss mal gerade abmessen. Hier liegt ja, ihr seht das nicht, ich bin mal kurz aus dem Bild, dass ich so ungefähr so DIN A5 Stücke habe, dass ich die hinterher auch schön an den Rand kleben kann. Und dann fangen wir einfach mal an mit dem interessantesten Thema, glaube ich, für die meisten. Ich muss mal gerade meine Tassen umtauschen, dass ich den in der Mitte habe. Wir fangen mal mit dem roten Früchtetee an und dann zeige ich euch, was ich meine. Wenn man diese Spitze da jetzt reinhängt und man braucht die auch gar nicht, wer weiß, wie lange da drinne zu lassen und man drückt das aus. So, das wird ziemlich knallig rot erstmal und wenn das dann trocknet, dann hat das tendenziell eher so einen rosa-lila Stich. Das wird also nicht so schön zart rosa. Ich habe mir hier eine Karte hergelegt, damit ich das da drauflegen kann, damit man das sieht von der Farbe. Da rumpelt irgendwas im Hintergrund. Ist irgendwas abgestürzt. So. Ist also eine Farbe. Das ist mir, ist das alles viel zu pink. Ich würde das für mein Junk Journal so nicht haben wollen. Jetzt gibt es zwei Varianten. Das ist reines Wasser hier in der Ecke. Ich wasche das einfach noch mal ein bisschen aus und gucke, ob ich die Farbe ein bisschen rausbekomme. Ich würde das normalerweise in der Küche am Waschbecken machen. Ich hatte aber keine Lust, die Kamera, die Beleuchtung und alles abzumontieren. Darum machen wir das jetzt hier mit den Zauber mit den Tassen. Und ihr seht schon, auch durchs Ausspülen, viel geht da nicht raus. Schon gar nicht in dem Gesteckten. Und da mir die Farbe so nicht gefällt, gehen wir jetzt einfach nochmal in den schwarzen Tee. Färben das da noch ein bisschen nach. Und es ist ja auch klar, je länger du das drinnen lässt, umso intensiver wird das von der Färbung. So. Gewurstel hier. Jetzt habe ich also braun mit ein bisschen rosa. Jetzt ist mir es schon wieder zu wenig rosa. Ich finde, da kann jetzt noch ein bisschen was rein. Also ditche ich das noch mal ganz kurz da rein, ziehe das ganz kurz durchs Wasser. Und das ist genau das, was man machen muss. Man muss so ein bisschen experimentieren. Und jetzt kriegt das Ganze nicht die Farbe, die ich haben wollte. War zu viel, ist zu viel. Also dieser rote Tee hier, der färbt sehr intensiv, stelle ich gerade fest. Der ist auch neu, den habe ich auch noch nicht lange. Habe ich bis jetzt noch nichts Rotes mitgemacht. Aber wer genau diesen Pinkton, jetzt ist es richtig. Jetzt hat es dieses, hier ist es ein bisschen rosa geblieben und dann haben wir hier so richtig schön diesen bräunlichen Farbton. Das finde ich schon mal ganz prima. So, das legt man dann einfach zur Seite und nochmal schön ausdrücken. Was ich meistens mache, damit das relativ schnell trocknet, ich drücke das meistens einfach in so ein Küchentuch. Ja, da drücke ich das nochmal einmal so richtig schön aus, das Ganze, um die Flüssigkeit da rauszuholen. Und dann wird es irgendwo hingehängt zum Trocknen. Und das ist also genauso ein Farbton, wie ich ihn für meine Sachen gerne haben möchte. So. Nochmal DIN A5 abmessen, ungefähr. So. Versuchen wir das mal hier. Und jetzt stecken wir das Ganze mal in Pfefferminztee und gucken mal, was das für einen braunen Ton gibt. Ja, das ist ein viel sanfterer Farbton. Ich hänge das mal einfach da rein, lassen wir das mal einen Moment einwirken. Und da kann ich dir nur empfehlen, das probier halt aus. Und scheue dich nicht, zwei, dreimal das einzufärben, das von einer Teetasse in die andere zu hängen und einfach zu gucken, was passiert. Ich will jetzt sehen, ob es einen Unterschied gibt, da der ja wirklich ganz, ganz zart ist. Ja, und der kriegt eine ganz andere Farbpatina. Aber da seht ihr das dann gleich nochmal, wie unterschiedlich die Farbtöne sind, die da so bei rauskommen. So, das ist also jetzt der schwarze Tee, der Earl Grey. Und das ist der Pfefferminztee, der eigentlich ein grüner Tee ist. Die Spitze ist aber mitnichten grün, sondern wir haben hier nur, seht ihr so, nicht mehr strahlend weiß, so war sie vorher, ja, sondern einen ganz zarten Beige-Ton. Und hier haben wir so einen richtig schönen, kräftigen, ja, so ein bisschen. Ich halte es nicht gut, ne? Ihr könnt es nicht sehen, das reflektiert. Jetzt seht ihr was. Ich muss mal gerade gucken. Ne, im Zoom sind wir auch richtig. So, ne, das ist der Pfefferminztee jetzt und das ist der Earl Grey. Und da legen wir jetzt gleich noch einen schönen knallroten, pinkfarbenen oben drauf. Haben wir sie einmal alle durch, einmal komplett einfarbig ohne Mischen.
rumferkeln. Ich habe schon ganze Röcke gefärbt in Tee und da kamen tolle Farbschattierungen bei raus, weil sich tatsächlich auch jedes Material ein bisschen anders verhält. So, hier hättest du dann also ein richtig schönes, kräftiges Pink mit diesem Tee. Und jetzt mache ich nochmal die beiden miteinander. Hatten wir auch noch nicht. Kannst du dann immer weitermachen. Da kann ich den ganzen Tag hier sitzen und kann also Spitze von einem Becher in den anderen dippen. Einfach, weil mir das Spaß macht. Und ich bin dann immer wieder ganz fasziniert, wie unterschiedlich die Farbtöne sind, die da so bei rauskommen. Jetzt haben wir wieder dieses knalle Pink. Aber das sieht auf der Spitze auch anders aus als auf der. Ne, siehst du, also hier ist es viel zarter als da. Es kommt also absolut auch ein bisschen auf das Material an. Und das geht jetzt nochmal hier in den Pfefferminztee, weil mir das zu knallig ist. Und ich sehe es schon, das ist genau, was wir wollen. Also, was ich will. Was du willst, weiß ich ja nicht. Ich bin ja nicht deine Mami, ne? Ich sag dir nicht, was du zu wollen hast, aber probier es einfach aus. Ja? Geh hin und her von einer Spitze in die nächste und guck dir es an. Da haben wir das dann im Vergleich. Ein schönes, zartes Vintage-Rosa. Und jetzt gucken wir, ob wir das auswaschen können. Was passiert, wenn wir das Ganze noch einmal einfach durchs Wasser ziehen und ein bisschen ausspülen? Inwieweit geht die Farbe raus? Und sie geht fast gar nicht raus, weil das gerade vorher noch so schön pink hatten. Jetzt hat sich meine Spitze zusammengekloppt. Ey, das gilt nix. Ganz zart. Ganz zartes Rosa. Und nur da, wo gestickt ist, hat sich die Farbe so richtig reingelegt. Das ganze andere, das ist nur so minimal eingefärbt. Gerade eben nicht mehr weiß. Das wäre dann für mich und für meine Vintage Journals genau mein Ding. Das ist mir viel zu knallig. Das hebe ich auf, weil für irgendwas werde ich das schon noch mal brauchen können. Aber das ist eine Farbe, die ich persönlich nicht verwenden würde. Ich weiß aber, dass ganz viele von euch diese sehr kräftigen Töne ganz prima finden. Jetzt nehmen wir mal einfach diese Spitze hier. Die Synthetikspitze, Nostalgia, bei uns aus dem Shop und tun die mal da rein und gucken wir mal, was passiert. Synthetik nimmt die Farbe meistens nicht so sehr an. Ich muss es mal gerade ausdrücken, damit es nicht so ganz so kräftig ist. Sieht er so, die hat also gerade so einen Hauch von Rosa. Ne? Nimmt also die Farbe viel, viel weniger an. Wenn man sie länger da drin hängen lässt, wird es wahrscheinlich mehr. Das machen wir jetzt mal. Ich tue das jetzt mal einfach da rein. Ich nehme hier noch ein anderes Stück und dann leiern wir das mal durch den Tee. Ach, da habe ich ja schon eins abgeschnitten. Oh, ich bin ganz verwirrt. Die Teedämpfe haben mir das Gehirn vernebelt. So, da rein. In den schwarzen Tee. Einfach mal ein bisschen dippeln. Und dann hat eine ehemals weiße Spitze ganz... Man sieht es fast gar nicht. Also die ist mal gerade eben nicht mehr weiß. Die hat also einen absoluten Hauch nur von Farbe angenommen. Und ich finde interessant, dass der Braunton hier tatsächlich, ich weiß gar nicht, das sieht man in der Kamera gar nicht so, das hat so einen minimal grauen Unterton, das Ganze. Hat also so richtig, wenn ich das so in der Hand habe, das kann man das gar nicht so gut sehen. Aber das sieht so wirklich aus, so wie wenn so eine Spitze so auf dem Dachboden ewig rumgelegen hat und da so ein bisschen angeschmuddelt ist. Ich gehe jetzt mal nochmal in diese Farbe, einfach weil ich gucken will, was passiert. Da der Farbton ja nicht besonders aufregend war, den wir da hatten. Gucken wir mal. Kommt aber nicht mehr viel. Ja? Also... Wenn man es länger drin lässt, wird es wahrscheinlich noch ein kleines wenig dunkler. Es ist generell so, dass diese Synthetikspitzen viel, viel weniger Farbe annehmen. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Spitze habe, die schon beige ist, aber irgendwie finde ich den Beige-Ton blöd? Gibt es ja auch mal. Also ich finde diesen Beige-Ton tatsächlich gar nicht blöd. Ich mag diese Spitze eigentlich total gerne. Aber ich habe manchmal solche Beige-Töne, die sind einfach nur vergilbt. So ganz doofe Farbe. Und dann kann man die tatsächlich auch einfach nochmal färben. Wir gehen jetzt mal als erstes ins Rosa hinein. Und was man auch bei solchen Sachen ganz gut machen kann, ist gar nicht komplett durchfärben. Ich habe die jetzt zusammengefaltet. Sieht man gar nicht. So, jetzt sieht man das. Und habe die nur so ein bisschen angeditscht, also nicht komplett eingetunkt. Und wenn man was sehr dick zusammenfaltet und dann nur ganz kurz dippt, dann kriegt die Flecken. Was natürlich auch eine coole Nummer ist. So. Also knödeln wir das jetzt wieder zusammen. Das ist so ein bisschen so wie bei Batik, ne? Hatten wir doch früher auch. Dann haben wir doch die T-Shirts geknotet.
Und dann ist die Farbe da nicht reingegangen und das hatte dann hinterher so weiße Flecken. So, mal gucken, was dabei rauskommt, ob da überhaupt was bei rauskommt. Nö, nicht viel, außer dass es das ein bisschen noch heller gemacht hat und man von dem Pink gar nicht mehr viel sieht, ist überhaupt nichts Vernünftiges dabei rausgekommen. Also gehen wir hier wieder rein. Ich will das wieder pink. Ja, so ist das prima. Weil es ist nicht besonders pink, es ist durch dieses Beige, durch diesen beigen Unterton leicht rosa, mehr fleckig. Das heißt, wenn die getrocknet ist, dann ist die super. Genau das, was ich gerne gehabt hätte. Und jetzt gucke ich mal, was hierbei rauskommt, wenn das länger da drin hängt. Wie pink war das denn mit diesem Tee dann bekommen? Und denke mal dran, wenn du das hast und es ist dir zu doll, von der Farbe her, ja, das hat also schon ordentlich, jetzt hat das schon ordentlich Farbe angenommen. Das war der eingeweichte Teil, das ist der nicht eingeweichte Teil. Legen wir es mal nebeneinander. Ist viel weniger Unterschied, als ich gedacht habe. Also das ist schon ein bisschen kräftiger als das, aber liegen jetzt auch keine Welten dazwischen. Ich gehe mal richtig nah ran, so, nicht erschrecken, ne? Nur dass du den Unterschied siehst. So funktioniert das. Und du kannst natürlich damit deine Spitzen auch einfach betupfen. Das mache ich auch ganz oft, wenn ich was haben möchte. Und ich will, dass das einfach nur ein bisschen fleckig ist, das Ganze. Nehme ich mir tatsächlich einfach so einen Kleenex und mache mir da so einen Knubbel draus. Und dann kannst du ja einfach deine Spitze so ein bisschen bedipschen. Gibt es da ein Wort für betupfen? Wir reden ja mal vernünftiges Deutsch hier, ne? So. Das ist übrigens auch die Erklärung für dieses Handtuch. Das ist so ein Wutze-Handtuch, wo drauf gefärbt wird. Dann kommt das in die Waschmaschine und dann wird das zum Haarefärben verwendet und so weiter. Ich habe verschiedene Handtücher, die nur für so Dreckarbeiten vorhanden sind. Und da kommt es dann auch gar nicht drauf an. Da gehst du einfach von einem Tee in den anderen und betippelst deine Spitze und schon ist es gut. Dann kriegst du verschiedene Flecken. Ja, bisschen braun, bisschen, sieht einfach nur so ein bisschen angegammelt aus. So, und da darf man einfach nicht so, so zimperlich sein oder so zurückhalten, sondern trau dich einfach mal. Ja, was hast denn zu verlieren? Du hast 3 Pötte Tee und hast vielleicht hinterher eine Spitzenfarbe, die dir nicht so gut gefällt, weil dir das vielleicht zu pink ist. Ja, ist ja kein Problem. Wir spülen es aus, du tust es danach in den schwarzen Tee und dann ist dein Pink quasi hinterher wieder eingefärbt in einen anderen schönen Ton. Hier, es trocknet jetzt gerade so ein bisschen. Na, das war ja die Mischung hier. Erst in einem roten Tee und dann in dem schwarzen. Also einfach rangehen, einfach machen, nicht so viel Schiss haben. Man kann das auch mit solchen, ich habe hier zum Beispiel so Leinenstreifen, das ist ein alter Bettbezug, ein Stück davon. Es ist weiß, reflektiert immer so, so kann man es sehen. Muss ich immer gucken, wie ich das halten kann. So, und das ist auch sowas. Das kommt dann hier einfach rein, einmal komplett. Ohne auszudrücken, da nochmal. Vermischt sich das Ganze schön. Huch, klimbim. Und schon haben wir einen 1A-Streifen. Schön rosa, bräunlich gefleckt. Das wird ein super Verschluss für irgendein Junk Journal. Ja. So, und da, deswegen sage ich immer so, einfach mutig sein, einfach rein damit. Und es kommt gar nicht so drauf an. Und das gibt die interessantesten Farbverläufe. Auch wenn man sowas jetzt so zusammenfaltet, zum Beispiel, und dann das jetzt da einfach ein bisschen reinhält. So. Tüm, tüm. Dann drücken wir das Ganze nochmal schön aus. Ja, und noch mehr Farbverlauf. Siehst du, geht das schön ineinander über. Also sich einfach verschiedene Techniken zu überlegen. Ne? Zusammenfalten, zusammenknödeln, wie auch immer, und dann färben. Und dadurch bekommst du diese schöne fleckigen Farbverläufe, die wir ja eigentlich alle so vintage-mäßig gerne für unser Junk Journal haben wollen. So, und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, wie das funktioniert. Ich räume mal den ganzen Teekram hier beiseite. Wenn wir das mit diesen Stempelkissen machen. Es funktioniert mit den Distress Oxides ein bisschen besser als mit den Distress Inks. Einfach, weil die viel mehr mit Wasser reagieren. Ich nehme mal ein bisschen Blau und ich nehme mal ein bisschen, ja, das ist mir zu knallig, ein bisschen Grün. Shabby Shutter. Nee, das ist nicht die richtige Farbe. Die will ich nicht. Ich will Peel Paint. Da ist sie. So ein bisschen so ein Grünton.
Und vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Ja, Tea-Dye ist schön. Genau, nochmal so ein bisschen teegefärbte Farben. Ich nehme ja also jetzt einfach mal drei Farben. Und das ist völlig egal. Du kannst das auch mit Lila und mit Giftgrün machen oder mit Gelb oder was auch immer dir einfällt. Das kommt ja drauf an, was machst du für ein Journal, wofür brauchst du das? Das ist so eine Farbpalette. Ich bin im Moment mit so ein bisschen Nature Journal und sowas dran und da könnte ich sowas eigentlich ganz gut gebrauchen. Ich glaube, jetzt mache ich was ich ganz selten mache. Ich ziehe mir mal ein paar Handschuhe an, weil das ist so eine Farbsauerei. Dann hängt das alles unter den Nägeln. Und dann kann man schruppen. Und da ich nachher noch ein paar Flip-Throughs drehen möchte, finde ich dann immer so super bunte Finger nicht so ganz so toll. Ein Hoch auf Corona. Deswegen hat man ja Gummihandschuhe eigentlich wahrscheinlich im Haus. Ne? Gummihandschuhe und Desinfektionsmittel. Dinge, die früher kein Mensch brauchte. Ja, am besten ist es tatsächlich, man macht das schon mal ein bisschen feucht. Also schon mal, hier steht meine super rosa Wassertasse. Ich hole sie mal her, damit ihr seht, was ich treibe. Und drückt das ganze Ding mal so ein bisschen aus, weil das die Farbe viel einfacher annimmt, wenn man da... So, und dann gehst du tatsächlich einfach in die Stempelkissen rein. Und du siehst schon, dadurch, dass das nass ist, nimmt das Farbe ziemlich schnell an. Bisschen rubbeln. Ja. Ich dann noch ein bisschen ins Grün. Zu viel Grün, zu wenig Blau. Und ihr müsst keine Angst haben, man kann da mit den Stempelkissen ruhig einfach nochmal drüber gehen. Das macht denen gar nichts von der Farbe her. Weil dann höre ich immer so, ja, und wenn sich die Farben dann vermischen und so, das stört das Stempelkissen nicht. Du hast dann einen Hauch von Grün vielleicht drauf, aber in der insgesamten Pigmentierung passiert da tatsächlich gar nichts. Ich bin ja auch die Wutz, die ihre Stempel nie sauber macht und immer mit dem Stempel selber von einer Farbe in die andere geht. Und da ist bisher noch nie, ich habe mir noch kein einziges Stempelkissen damit versaut. So, jetzt habe ich das in allen möglichen Farben. So ist es mir natürlich viel zu intensiv. Das heißt, ich sprühe das jetzt nochmal richtig schön an, damit die richtig schön miteinander verlaufen können, die Farben. Dutschte das hier so ein bisschen rum. Und wenn man es dann in so ein Küchentuch drückt, hat es zwei tolle Effekte. Einmal kriegst du super cool gefärbtes Küchentuch, was du hinterher wieder noch verwenden kannst für deine Journals. Und du bekommst Spitze mit den irrsinnigsten Farbverläufen. Und da kannst du ja dann immer weitermachen, so wie du das gerne möchtest. Ich habe das gerne, wenn das so ein bisschen regenbogig ist. Das ist jetzt sehr grünlastig. Da war ich bei dem Grün sehr beherzt und bei dem anderen zu zurückhaltend. Das heißt für mich, wir gehen da nochmal dran. Da muss noch ein bisschen Blau drauf. Und das sind so Schweinereien, da kann ich den ganzen Tag sitzen. Das mache ich auch manchmal, dass ich mir dann also wirklich Spitze auf Vorrat einfärbe. Für alle möglichen Sachen, weil ich ja immer so Farben habe, so Standardfarben, die ich so benutze. Bis dann mein Vorrat wieder aufgebraucht ist, dann kommt der nächste Tag. Und wenn du dann die vorher in Tee färbst, kriegst du auch nochmal eine andere Patina. Also du siehst wirklich, der Gag ist tatsächlich immer so dieses Ansprühen. Und es gibt ja auch diese Farben zum Sprühen, diese Distress Oxide Farben. Hier habe ich so eine, die gibt es ja auch bei uns im Shop. Nur die sind sehr intensiv, die benutze ich tatsächlich zum Spitzefärben tendenziell eher nicht, weil da geht mir immer zu viel daneben. Ich mache jetzt mal ein wildes Experiment hier. Also man kann auch vorsichtig sprühen, aber das ist genau das, was ich meine. Wenn man da einmal richtig drauf drückt, das kann man, finde ich, zu wenig kontrollieren. Es sei denn, man will natürlich solche wilden Farben haben. Da ich das eher nicht will, spülen wir den ganzen Spaß jetzt mal aus und gucken mal, was passiert. Regenbogenspitze, jawohl. So, hervorragend. Aber... Ne? Im Prinzip verhält sich das nicht viel anders als auf Papier. Man darf da sich nur nicht scheuen, einfach eine Riesensauerei zu veranstalten. Und ich bin immer wieder begeistert davon. Du kannst immer wieder von vorne anfangen, immer wieder neu. Natürlich würde ich das jetzt, wenn ich für mich selber Spitze färbe, so nicht machen, sondern das geht ja jetzt hier um den Vorführeffekt, dass ich auf demselben Lappen immer wieder eine andere Variante drauf färbe. Ne? Normalerweise ist es so, dann hast du deinen Farbverlauf, dann ist es gut und dann nimmst du das nächste. Aber so finde ich das schon mal ziemlich prima. Also das
Komm mal ganz nah ran. Seht ihr das? So, und so habe ich ja nun auch schon Spitzendeckchen eingefärbt nach dem gleichen Verfahren hier auf dem Journal. Ist hinten so eins drauf, darum liegt es hier. Diese Doilies, ja. Unten drunter, der ist ein rotes Band, das sieht man so durch. Aber es ist schon einfach cool, wenn man sich das so anguckt. Und da habe ich einfach auch wild mit dem Stempelkissen drauf rumgedatscht und habe das immer wieder nass gemacht. Und da kamen dann diese Dinge bei raus. So, und das ist schon das ganze Geheimnis. Das ist also nicht besonders aufregend. Ja, man muss einfach nur machen und gar nicht so viel denken und so viel überlegen, sondern wirklich einfach mal hergehen und ja, einfach mal loslegen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und vor allen Dingen sich nicht irgendwelche Dinge vorher schon vornehmen, sondern das einfach mal passieren lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe jetzt total voll, absolut Lust, hier mit grüner Stempelfarbe drauf rumzuwurschteln und die Blümchen ein bisschen einzufärben. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich mache den Wischer einen Hauch nass mit dem Sprüher. Ich sprühe da gerade mal so oben drüber. Der ist ein Müh, ist der feucht, nicht doll. Weil das dann einfacher, das färbt dann einfach mehr. So, wenn man da jetzt so ein bisschen drauf geht und die Blümchen so ein bisschen einfärbt. Geil. Ich habe geil gesagt, das sagt man nicht. Das war bei uns zu Hause ein verbotenes Wort. Wurde meine Mutter sehr, sehr, sehr ungemütlich, wenn wir das gesagt haben. Halt, erst nass machen. Und da seht ihr auch schon wieder, ne? Das ist mein Stempel-Dingsbums für Stempelwischer, so Tintenmischer. Für Blau-Türkis und da gehe ich also auch von einer Farbe in die nächste. Das Grün ist jetzt schon wieder weg und ihr seht, das ist schon schön sauber. Das macht dem Wischer überhaupt nichts aus und dem da auch nicht. Man muss nicht für jedes Stempelkissen eine eigene Farbe haben. Also ein eigenes Schwämmchen. Man kann, aber man muss nicht. Das ist sehr, sehr intensiv. Das passt mir nicht. Wer hätte es gedacht, ne? Also, was machen wir? Wasser. Ordentlich Wasser. Und schon ist besser. Kann ich auch noch ein bisschen nass machen. Ja, denn je mehr sich das mit Wasser verdünnt, umso blasser wird natürlich die Farbe. Das ist ja vollkommen logisch. So, also das ist die Schweinerei, die ich dann so veranstalte, wenn ich anfange, hier rumzufärben. Das kannst du mit jeglicher Form von Stoff machen. Ich habe einfach festgestellt, dass Baumwollstoffe oder Leinenstoffe, Naturfasern mit einem hohen Naturfaseranteil, muss ja nicht reine Baumwolle oder reines Leinen sein. So, ich komme mal näher, dann sieht man das ein bisschen besser. So finde ich das gut. Sollen wir dem Ganzen die Krönung aufsetzen und das jetzt nochmal in Tee stopfen und gucken, was mit der Stempelfarbe passiert? Machen wir jetzt, oder? Schwarzer Tee. Steht da ja noch ganz praktisch rum. Ja, noch mehr verwaschen, noch mehr Vintage, noch mehr fleckig geworden. Funktioniert also auch. Da ist noch ein bisschen arg, da liegt es auf dem Stempelkissen rum, kriegt es noch mehr Flecken. Das kommt dann noch mal rein. So. Und genau so funktioniert das. Das heißt, dieses, ich nehme mir was vor und dann muss es genau das Ergebnis haben. Hack's ab. Nimm deine Farben, nimm deine Teesachen und dann fang einfach mal an rumzuwurschteln. Und lass es einfach passieren. Und dann gibt es Ergebnisse, die hättest du gar nicht planen können. Kann man auch nicht wiederholen, darum machen wir ja Unikate. Und ich finde es wunderbar, ich liebe es. Das wird ein 1A Junk Journal Verschluss, dieses Band. Ich finde es einfach nur gut. Ja? Also so ein bisschen weg von diesem... Von diesen Schulergebnissen, wo man also eine Vorgabe hat und die man dann unbedingt erfüllen muss. Ein bisschen mehr hin zu dem, Kunst ist auch ganz viel Zufall. Wir amüsieren uns, wir haben Spaß, wir machen hier einen Haufen Schweinerei und wir gucken einfach mal, was passiert. Und ein ganz großer Teil, das ist echt cool, oder? Ich finde das so cool hier. Ich muss das jetzt nochmal hier durchziehen, guck mal. Es ist so geil. Jetzt habe ich das schon wieder gesagt. Oh mein Gott. Ich muss dann nachher, muss ich einen Euro in die böse Wörterkasse werfen. Haben wir ja zum Glück gar nicht mehr, aber wir hatten das zu Hause. Wer Schimpfwörter gesagt hat, musste löhnen. Ja, ja. So, also ich finde das
finde das herrlich und ich finde, das macht unheimlich viel Spaß. Und gerade jetzt, wo es ja so schönes Wetter halt ist, es ist ja wirklich irrsinnig warm, wenn du dich mal draußen an den Balkontisch setzt, legt dir irgendein uraltes Handtuch unter, sowas hat man ja normalerweise, punch einfach mal los und da scheint die Sonne eine Viertelstunde drauf, dann sind die Sachen auch trocken und einsatzbereit. Das muss man doch ausnutzen. Also will ich dich hier gar nicht mehr lange aufhalten. Ich würde mal sagen, ran an den Basteltisch oder an den Gartentisch, bastel dich glücklich, mach eine Riesenschweinerei, freu dich über das zufällige Ergebnis und hab einfach nur Spaß, okay? Bis zum nächsten Mal. Ciao.